Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie jetzt ganz herzlich zu unserer Einheit über offene Bildungsressourcen oder Open Educational Resources, abgekürzt als OER oder eben auf Deutsch OER. Ich begrüße Sie damit eigentlich im Schlaraffenland. Mit Schlaraffenland meine ich, dass wir Ihnen zum Thema OER im EBMOOC wirklich viele offene Ressourcen selber anbieten können, also Texte, Videos und Publikationen über offene Bildungsressourcen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Expertinnen für offene Bildungsressourcen leben selber das, was sie so quasi predigen. Das heißt, sie stellen ihre Arbeiten selbst unter offene Lizenzen. Unsere Einheit 5 im EBMOOC ist also gleich eine Art Beleg dafür, was mit offenen Bildungsressourcen alles möglich ist. Warum offene Bildungsressourcen so wichtig sind, zeigt ein kurzer Blick auf das Urheberrecht in Österreich. Das übliche urheberrechtlich geschützte Material, also alles, was nicht gesondert gekennzeichnet ist, dürfen Sie ja nur zum Privatgebrauch verwenden bzw. herunterladen, aber nicht verbreiten. Wenn Sie mehr damit machen möchten, müssen Sie beim Urheber oder der Urheberin nachfragen und brauchen eine ausdrückliche Zustimmung. Neben diesem Privatgebrauch sind im Urheberrecht noch weitere Fälle definiert, in denen eine freie Werknutzung ohne persönliche Rückfrage erlaubt ist. Dazu gehört prinzipiell auch der Unterricht. Für Bildungszwecke gibt es seit der Urheberrechtsnovelle vom Oktober 2015 folgende Möglichkeiten. Bildungseinrichtungen, also auch Einrichtungen der Erwachsenenbildung, dürfen Kopien für Lehrzwecke herstellen und zwar auch in digitaler Form. Sie dürfen diese Kopien auch einem klar eingegrenzten Teilnehmerinnenkreis zur Verfügung stellen. Aber Achtung, das gilt nicht für Lehrbücher. An dieser Stelle darf ich eine Empfehlung für juristische Spezialfragen zum Urheberrecht abgeben. Solche Fragen beantwortet in sehr kompetenter Weise Magister Michael Lanzinger, der im Jahr 2015 in Zusammenarbeit mit der TU Graz auch einen eigenen MOOC zum Thema E-Learning und Recht durchgeführt hat und der unser Berater in den Rechtsfragen rund um den EBMOOC ist. Wir alle wissen also seit der Urheberrechtsnovelle 2015, dass wir uns jetzt nicht mehr fühlen müssen wie Diebe. Aber wir dürfen noch längst nicht alles, was in Lehr-Lern-Settings manchmal praktisch wäre. Wir dürfen zum Beispiel die üblichen Unterlagen nicht ohne weiteres adaptieren und auch nicht offen im Web an unsere Teilnehmerinnen weiterverteilen. Mit offenen Bildungsressourcen, die als Creative Commons lizenziert sind, gibt es wesentlich mehr Möglichkeiten. Offene Bildungsressourcen sind dafür konzipiert, Bildungsangebote unkompliziert zu unterstützen und das macht sie so attraktiv. Im EBMOOC verwenden wir die Begriffe offene Bildungsressourcen und freie Bildungsmaterialien übrigens gleichbedeutend. Was sind nun OER genau? Bildungsressourcen sind Materialien, die zu Lehr- und Lernzwecken verwendet werden, und offene Bildungsressourcen sind außerdem frei zugänglich und kostenfrei. Sie dürfen ohne weitere persönliche Nachfrage beim Urheber oder Urheberin verwendet werden und häufig darf man sie auch modifizieren. Diese Materialien müssen dabei nicht unbedingt digital sein, sind es aber oft. Generell kann es sich um viele Arten von Ressourcen handeln, zum Beispiel um Arbeitsblätter zum Herunterladen, um Lehrvideos, um Hörtexte für den Sprachunterricht, um Bilder oder auch um ganze Bücher oder Nachschlagewerke. Aber Achtung, Bildungsressourcen, die im Internet zur Verfügung stehen, sind deshalb noch nicht automatisch freie Bildungsressourcen. Es ist eine explizit ausgewiesene freie Lizenz notwendig, eine sogenannte Creative Commons Lizenz. Als Nutzer oder Nutzerin weiß ich dann anhand dieser Lizenz, was ich mit der jeweiligen Ressource tun darf und was nicht. Die konkrete Lizenz muss bei jeder freien Ressource angegeben sein. Und das sind die wichtigsten Creative Commons Lizenzen. CC BY steht für Verwendung mit Namensnennung. Diese Lizenz ist die freieste und erlaubt umfassende Werknutzung, einschließlich Veränderung oder kommerzieller Nutzung, solange man den Namen des Urhebers oder der Urheberin nennt. Das ist auch die Lizenz, unter der die Materialien im EBMOOC stehen. CC BY SA steht für Share Alike und verlangt neben der Namensnennung auch eine Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Diese Lizenz wird zum Beispiel von Wikipedia verwendet. CC BY ND meint No Derivatives, verlangt ebenfalls die Namensnennung und verbietet außerdem jede Veränderung des Originals. CC BY NC steht für Non-Commercial, verlangt auch die Namensnennung und verbietet jede kommerzielle Verwendung, die schon beim Einheben von Kursgebühren gegeben sein könnte. Die CC BY NC Lizenz
kann dann auch noch mit SA oder ND kombiniert werden zu restriktiveren Lizenzen. Daneben gibt es auch noch Public Domain Unterlagen für wirklich völlig lizenzfreie Inhalte, bei denen von Urheberseite auf jeden Rechtsschutz verzichtet wurde. Wenn Sie Ressourcen, die als Creative Commons lizenziert sind, bestimmungsgemäß verwenden, dann müssen Sie noch die Quelle korrekt angeben. Hier im weißen Balken sehen Sie ein Beispiel dafür, wie so etwas dann aussehen kann. Erforderlich ist immer die Angabe des Titels der Arbeit, in diesem Fall Deutschkurs Kloster Neuburg, dann die Angabe des Urhebers oder der Urheberin, schließlich ein Lizenzhinweis samt Link zur Lizenz. Wenn es Abwandlungen gibt, müssen diese gekennzeichnet werden, das ist hier nicht der Fall. Und im Optimalfall wird dann auch noch ein Link zum Original zur Verfügung gestellt oder zur ursprünglichen Fundstelle. In diesem Fall ist es geschehen. Das ist aber keine Pflichtangabe. Zu den Details gibt es ein eigenes kurzes Video und auch eine Checkliste, die das richtige Ausweisen von offenen Bildungsressourcen erleichtern. Sie finden beides weiter unten in den Unterlagen angefügt. Nun bleibt noch als wichtige Frage, die sich jetzt vielleicht sogar am brennendsten interessiert, wo findet man nun freie Bildungsressourcen, die gut für die Erwachsenenbildung passen, die also erwachsenengerecht sind und im Idealfall auch adaptiert werden können? Generell gibt es unterschiedliche Portale für unterschiedliche Medientypen. Es kommt also auch darauf an, ob Sie beispielsweise Bilder, Cliparts, Arbeitsblätter oder Lehrvideos oder etwas anderes suchen. Aber wenn Sie Ihre Suche von der Creative Commons Suchseite aus starten, dann haben Sie hier einen Ausgangspunkt, der zu unterschiedlichen Medientypen führt. Sie sehen hier die Einstiegssuchseite dieses Portals und auch den Link dorthin. Zum konkreten Einstieg in die Suche nach offenen Bildungsressourcen empfehlen wir Ihnen ein Skriptum, das wir auch weiter unten in der Einheit zum Download bereitstellen. Und zwar ist es das fünfseitige Skriptum des WB-Web. Die Autorin Christine Narr beschreibt dort vier Hauptwege der Suche. Und zwar erstens die Nutzung der Creative Commons Filter von bekannten Suchmaschinen. Zweitens die allgemeinen Anlaufstellen für offene Bildungsressourcen. Drittens spezifische OER-Sammlungen für die Erwachsenenbildung. Und dann noch natürlich individuelle Suchstrategien, die man sich dann mit der Zeit in der Praxis je nach Thema erwirbt. Es gibt natürlich in diesem Skriptum auch wirklich Links zu OER-Sammlungen. Und was Sie dort vielleicht noch nicht finden, das verrät Ihnen dann das Video über Suchportale weiter unten in unserer Einheit. Mir bleibt nur noch die Aufgabenstellung zu dieser Einheit nun anzukündigen. Und diese Aufgabenstellung ist denkbar einfach und praktisch. Bitte überlegen Sie sich ein Thema, zu dem Sie wirklich Ressourcen brauchen könnten zurzeit. Und dann suchen Sie einfach nach freien Materialien zu diesem Thema. Nutzen Sie dabei die angeführten Quellen und schreiben Sie mit und notieren sich fürs nächste Mal, wo Sie am meisten gefunden haben für Ihre nächste Suche nach offenen Bildungsressourcen. Damit ist wieder eine Einheit zu Ende. Ich sage herzlich danke fürs Dranbleiben. Wir freuen uns, dass Sie weiterhin bei uns sind und wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Arbeit mit offenen Bildungsressourcen, die wir ja aus voller Überzeugung unterstützen.